Help, help, the house is on fire, help, help. Wir müssen die Frau retten. Gute Höhe. Ja, wir haben sie. Es geht hier gut. Wassermarsch. Wir müssen den Einsatz abbrechen. Wir haben den Brand unter Kontrolle. Jetzt muss der Kranwagen aber mal da stehen. Wir haben das Feuer gelöscht. Ist nie mehr zu Schaden gekommen. Super Feuerwehreinsatz. Der Schutt vom Brand muss entsorgen und in die Entsorgungsstelle kommen. Ganz viel Schrottteile raus. Thank you.
auch ein bisschen Kraft. Heute zeige ich euch meine Feuerwehr. Okay, die haben wir nämlich noch nicht und jetzt packe ich sie mal aus. Das ist die Superdrehleiter. Und auch noch auf der coolen Mac-Fahrer gestellt. Das ist ein sehr neues Modell. Ist ja richtig genial. Sprachlos. Bin ja sprachlos. Wie, da macht man das Wasser rein. Das Modell hat so viele Möglichkeiten, damit man eine kleine Anleitung braucht. Mit extra Drehstützen. Wofür kommt da hin, Piet? Die ist sehr kompliziert zu bedienen. Sag mal, das ist groß. Das kann man ja richtig weit rausstellen. Sicherung. Der zweimal Ausfallleiter. Doppelte Ausziehleiter. Wow, die kann aber auch Brände löschen. Weiter geht's nicht. Das ist ja eine hohe Brandfeuerwehr. Wir geben die Feuerwehr jetzt die nächste in die Bruderwelt ab. Die Bruderfeuerwache ist genial. Endlich fertig gebaut. Ich zeige euch alle Details und Tricks. Der Schlauchturm ist sogar größer als ich. Aber nicht so groß wie du, Piet. Und das ist der Schutzpatron der Feuerwehr. Vorsichtig sein. Ich wollte jetzt meine Feuerwehrfahrzeuge holen. Genau. Die Feuerwehr besteht aus vielen verschiedenen Gebäuden. Zum Beispiel eine Garage für Rettungswagen und Einsatzfahrzeug. Sehen wir es mal bitte.
Fahrzeuge kommen jetzt in die Garage. Der Rettungswagen und der Einsatzleitwagen wird reingefahren. Die große Halle für die riesigen Trucks. Die erste ist die Drehleiterfeuerwehr. Die Halle ist sehr groß. Jetzt kommen wir zu der Kranfeuerwehr. Ja. Die Nummer 3. Nummer 3, bitte einfahren. Und in diesem Haus sind die Feuerwehrmänner untergebracht. Kannst du mal das Dach abnehmen? Ich möchte ihn irgendwie so hinstellen. Squeal. The need is urgent and the danger is real. Trouble big or trouble small, there's no worries, they can handle it all. If you need some help, why, you're in luck, because here comes a great big fire truck. Emergency dispatch, this is fire unit 12. Das ist ein Training, nur eine Übung. So. Was am Arsch? ETA, 2 minutes. When the call comes in, they're out the door, never really knowing what they're headed for. Racing down the streets and the alleyways, fighting the fire. From the biggest fires to the smallest flame, through the wind and the heat. Alle Pumpen waren im Einsatz, hat prima funktioniert. Übungseinsatz erfolgreich abgeschlossen. Big fire truck. Emergency dispatch. Well, advising fire, 20% contained, request. Alarm, ein Notruf geht ein. Er passiert, aufbrennt. Helfen Sie jetzt zum Einsatzort. To the smallest towns, to the tallest building or on the ground. If you have a problem, they'll be right there. Yes, anytime or anywhere. Clear the way, they're coming through. Brave firefighters and rescue crew. If you need some help, you're in luck. Because here comes a great big fire truck. Here comes a great big fire truck. Here comes a great big fire truck. Da können wir nicht mehr löschen. Aber alle Leute sind entkommen. Es ist niemand zum Schaden gekommen.
Im Sägewerk läuft der Betrieb ganz normal. Der hat die da abgeladen. Es werden wieder Pellets abgeholt. Transporter fahren vorbei. Mann hat eine Zigarette auf einen Baumstamm fallen lassen und jetzt brennt das Sägewerk. Alarm wird ausgelöst. Los, alle Mann raus! Rette sich, wer kann! Oh oh! Aber gerade wo er rausfahren wollte, sind die Türen zugegangen. Los, los, alle raus! Hatte aber keinen Weg gefunden, sich gut in Sicherheit zu bringen und dachte, ich geh mal rein. Ganz großer Fehler. Guck doch, da geht einer rein. Der geht auch mit rein. Einmal ist drin mit Rauchvergiftung. Wir müssen ihn rausholen. Weiß der Mann nicht wie. Ich da rein soll. Wir haben ihn. Erste Hilfe, er muss beatmet werden. Er kann unseren Sauerstoff haben. Oh oh, die Leitern sind zu kurz. Sie kommen nicht zu den Schrauben. Die Türen sind ja entriegelt worden vom Feuerwehrmann. Aber da gibt es nur einen, der gerettet werden kann. Ja. Sind Sie okay? Geht's Ihnen gut? Mir ist nur ein bisschen schlecht. Okay, wir untersuchen Sie mal. Feuerwehreinsatz beendet, alle gerettet.
der Feuerwehrmann. Der Feuerwehrboss. Heute machen wir einen Raketenversuch. Wir haben einen Raketenmotor auf den Umimog gebaut. Den zünden wir gleich. Es wurden viele Sicherheitsmaßnahmen getätigt. Die Polizei ist da. Die Feuerwehr hat am Ende der Strecke ein Fangnetz gespannt. Wollt ihr mal sehen? Der Umimog wird in Position gebracht. Alarmstufe Rot. 3, 2, 1, Zündung. Guck doch mal, Peter, was da passiert ist. War wohl nicht. Da ist was schief gegangen. Die Rakete hatte zu viel Schub zur Seite. Feuerwehr los! Hopp! Der Fahrer ist eingekalt. Wir müssen ihn ausschneiden. Wir holen ihn da raus. Geschafft. Das Fluchtauto steht bereit. Der Dieb bricht aus dem Gefängnis aus. Und er ist nicht stehen geblieben. Er rast die Rampe hoch. Wir hetzen ihn hoch. Vielleicht verschlägt er sich. Er entkommt und wir müssen das SWAT-Team holen. Das SWAT-Team blockiert die Rampe. Auf ihn wartet. Das Spiel ist aus. Rauskommen. Ich glaube, die sind verletzt. Wir müssen Feuerwehr rufen. Wir müssen Krankenwagen rufen.
Feuerwehrrauchmänner holen jetzt die Verletzten raus. Harte Arbeit! Wir haben einen! Oh nein, der Helm! Hier ist Rauch! Wir arbeiten ganz hart und die Frau hat Rauch eingeatmet. Oh, er ist schwer verletzt. Krankenwagen muss kommen. Einsatz läuft! Krankenwagen ist angekommen. Uns waren schon mal die Sanitäter bei uns im Kindergarten. Piet. Oh, hier ist getroffen worden vom Rauch. Die Feuerwehrmänner holen sie gerade raus. Tragen sie. So. Hier sind die Verletzten. Einsatz beendet. Einen schönen Tag. Wir haben den Täter gefasst und alle gerettet. Und Jake, ist auch der Fernbedienung, könnt ihr auch Feuer machen. Oder wollen wir Feuer kann man gut machen. Der Unglückswagen muss noch abgeschleppt werden. Dafür haben wir einen Abschlepper. Abklappen. Hier ist alles fertig.